das Salz wäre natürlich schade, wenn man den wegmachen würde. Aber der ist schon sehr dominant. Aber. Ja, ja, also. Ja, wirklich schade. Und hat er dann eben das Grün. Ja. Also nur hier oben das. Ja, und halt dann, ja, eventuell müsste man von hier halt hier so rüberholen. Mhm. Ja. So wie ich das hier jetzt schon so ein bisschen. Das ist gut, das hast du gemacht, das ist sehr gut. Ja. Weil ich. Also wie gesagt, dann verlieren wir schon sehr viel Charakter von dem Baum. Wenn wir jetzt nur mit dem anderen arbeiten, genau. Der ist ja schon sehr massiv. Ja. Den ganzen Baum könntest du mit den beiden Ästen aufbauen. Ja. Ne? Mit den zwei? Ja, kannst den ganzen Baum mitmachen. Ja. Nur. Ja. Ja. Der Bereich hier ist interessant. 20, ja. Aber da stimmt auch den Schlechten auch zum Thema historisch. Ja. Die Frage ist jetzt aber, wie lange willst du den behalten? Willst du den tatsächlich bis oben behalten oder reicht es, wenn wir mit den Ästen arbeiten? Ja, dann ist das, weil ich mir, eigentlich kann man ja mit dem unteren Bereich arbeiten. Genau. Ja, also das Problem ist, du hast an dem zweiten Stamm hast du alles das, was du brauchst. Ja, ich weiß. Ja. Was willst du jetzt mit dem Rest von dem, mit dem Knüppel, den du jetzt hier nach oben hast? Hast du selbst gesehen, das ist das Problem. So, jetzt hast du hier oben grün. Ja. Du kannst jetzt das so einarbeiten, dann machst du da eine Krone, aber dann hast du zwei Kronen da oben. Ja. 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 Ich weiß. Ja. Ja. Wenn du das hier jetzt siehst, das ist ja eigentlich das, was du eigentlich vermeiden möchtest. Ne? So ein Horn, was da rausgeht. Mhm. Aber wir müssen damit arbeiten. Ne? Das ist wichtig. Und das Wichtigste an dem Baum ist ja im Prinzip hier unten das Teil. Ja. Der Stamm wird ja dann immer wieder verschwinden vom Grün her. Ne? Du machst ja nicht von unten bis oben, lässt ja den Stamm sehen. Ne? Der ist ja noch recht jung. Ne? Ja. Der hat so eine ganz junge Rinde und der hat so eine ganz borkige Rinde. Ne? Deshalb wäre der ja so schön gewesen. Ja, ne? Aber hätte. Ne? Mhm. Soll ich noch eine kurze Zeichnung machen dazu? Möchtest. Ja, und ich glaube, den können wir auch gleich bis dahin einkürzen. Ne? Ja. Habe ich ja eben falsch geschnitten. Genau. Aber lass ein Stück stehen. Ja. So. Jetzt machen wir den nach da. Jetzt haben wir hier noch so zwei, die übereinander sind. Den hier weg. Wenn wir den behalten. Ja. Ja, dann ist es besser, wenn der bleibt. Ja. Ja. Anders hätte ich schon gesagt, dann den mittlere weg. Okay, ja. Hier wollen wir den nicht ein bisschen rübernehmen. Doch, den kann man hier. Ja, genau. Also so fast wie er jetzt ist. Ja, genau. Oder dass wir den vielleicht
so da reinlegen sogar schon, ja. Ne? Dass der da hinten rausschaut. Richtig. Ja. So, dann guckt der nach da. Der guckt nach da. Den haben wir da. Dann können wir aber hier den noch wegmachen. Weil wir haben ja hier noch einen. Runter. Den mal runter in die Position. Nicht übertreiben mit dem Zurückschneiden. Wenn du jetzt sagst, du holst 80% vom Grün raus, dann fängt er auch schon wieder an mal zicken. Dann entscheidest du dich für einen und guckst dann, wie die Abstände zueinander passen. Gerade wenn du jetzt hinten hast, da gehe ich halt eben hin und suche mal den stärksten aus. Ne? Okay, ja. So, jetzt hast du ja, die sind zwar gleich lang, aber du siehst, der ist einfach vom Laub her heftiger wie der. Ne? Wie der, ja. So, auch wenn der jetzt ein bisschen... Auch wenn der da hinten geht, das würde ich jetzt nichts da machen. Man muss immer auch schauen, was hast du auf der anderen Seite. Kommt da, ja, was kommt da dagegen? Du hast überall hier. In dem Fall würde ich es im Moment mal lassen. Okay, ja, klar. Wenn da irgendwas da hinten kommt, dann ist okay. Ja, gut. So, dann kannst du aber dann weiter gehen. Ne? Das heißt, du brauchst den. Ja. So, aber dann hier kommt auch wieder stärker oder schwächer. Ne? Klar, der ist sehr schwach. Der ist sehr schwach. So, das heißt aber, dann muss der auf der Gegenseite weg. Wieder weg, ja klar. Und der muss weg, genau. Ja, okay. Und das noch einer nach unten. Ja. Ja, ist da. Gut. Ich spiegel, du ziehst nur bei. Beide dran lassen. Ja. Ja. Jetzt einfach nur, um hier oben eine Fülle zu kriegen. Ne? Okay.